Oh mein Gott, jetzt bin ich schon 8 Wochen in Beratung und immer noch da oben und da unten am Bauch und hinten an Taille und Oberschenkel ist alles noch viel zu viel. Da hat sich noch überhaupt nichts getan. Ich bin völlig unzufrieden. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema, warum suchen wir immer nur das Negative? In meiner Beratung erlebe ich es ganz oft. Einstieg in die Beratung, Ernährungsumstellung, Fitness, 3x Sport in der Woche, gesunde Ernährung, 3 Mahlzeiten am Tag und nach 8, 10 oder 12 Wochen, je nachdem wie häufig trainiert wurde, vereinbaren wir eine sogenannte Verlaufskontrolle. Das heißt, wir haben zum Einstieg in die Planung eine Körperfettmessung gemacht auf einer medizinischen Waage und wurden Umfang gemessen, es wurden Bilder gemacht. Und dann nach 18 oder 12 Wochen treffen wir uns wieder zur Verlaufskontrolle. Das Erste, was ich von den meisten höre, ist Unzufriedenheit. Das heißt, hier und da gibt es doch noch einige Dinge zu bemängeln, was ja letztendlich normal ist, wenn man vorher jahrelang nichts getan hat und dann erst seit 18 oder 12 Wochen im Einstieg ist. Dann kommt die erste Ansage bei der Verlaufskontrolle, ja, aber hier und da überhaupt und das ist schlecht und das ist schlecht und das hat nicht funktioniert. Warum suchen wir immer nur das Negative? Weil innerhalb von 18 oder 12 Wochen nehmen viele schon je nach Ausgangsgewicht zwischen 6, sagen wir 4, 6, 8 und 10, teilweise bis zu 15 Kilo ab. Und was macht der Mensch? Er sucht sich nur die negativen Anteile, was nicht funktioniert hat, was noch nicht zufriedenstellend ist. Warum feiern wir uns nicht einmal? Wenn wir doch schon tolle Ergebnisse haben, wenn wir doch schon einen tollen Einstieg geschafft haben, wir haben ja schon vieles geändert. Das heißt, das Ernährungsverhalten ist geändert. Wir essen weniger Süßigkeiten, wir trinken weniger Alkohol, wir essen regelmäßig, wir essen mehr Gemüse, wir achten darauf, dass wir zu regelmäßigen Zeiten essen. Also alles schon ganz viel positive Dinge. Dazu kommt die Gewichtsreduktion. Dazu kommt auch nach der Nachfrage von mir eine verbesserte Fitness. Ja klar, ich fühle mich schon viel wohler und die Kleider passen auch schon viel besser. Also alles Dinge, die positiv sind. Aber wir Menschen sind in der Lage, und das Positive hinten anzustellen, immer das Negative zu suchen. Warum? Was ist der Hintergrund? Ich glaube, da könnten wir stundenlang darüber diskutieren, was da der Hintergrund ist. Wichtig ist mir heute, euch mitzuteilen, wenn ihr euch umgestellt habt im Bereich des Sportes, im Bereich der Ernährung, wenn ihr schon am Ball seid und wenn ihr die ersten Erfolge verzeichnet, dann feiert euch, macht eine kleine Party, ihr habt Gewicht verloren. Ihr habt euch umgestellt, ihr seid raus aus der alten Verhaltensstruktur in eine neue rein. Hey, das ist ein riesen Step, das ist ein wahnsinn Step. Und überlegt mal, der Weg ist das Ziel. Überlegt mal, ihr werdet nach 8 Wochen schon fertig, euch wird doch langweilig. Der Weg ist das Ziel, genießt doch den Weg, Step by Step vorangehen. Ihr bestätigt euch jeden Tag euer Können. Ihr seid diszipliniert. Ihr habt eine neue Zeitstruktur, ein neues Zeitmanagement. Ihr habt euch geändert. Ihr seid raus aus einer 20, 25, teilweise bis zu einer 30-jährigen, aus einem 30-jährigen Verhaltensmuster raus. Hey, das ist gut. Dann macht mal eine kleine Party und feiert euch. Und sucht bitte nicht immer das Negative. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema, feier dich, mach eine kleine Party. Du hast schon verdammt viel erreicht. Deine Fitness, meine Aufgabe.